Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Rainer Ernst. Heute habe ich mal so zwei Spezialisten am Start und ich habe mir überlegt, ich möchte ihnen auf diese Art und Weise antworten. Das mal haben wir hier, mag ich nicht. Mag ich nicht, wenn ich deinen Nick lese, habe ich schon keinen Bock mit dir zu diskutieren. Wirkt eher so, als ob du pro Russland bist. Ah, steht hier, mag ich nicht, hat mal einen Kanal gefunden, der sich nicht mit dem deckt, was die NATO-Presse sagt. Weil das so ist, bin ich natürlich befangen und einseitig. Ist ja klar. Alles, was die Ukraine macht, ist nichts wert. Nein, das weiß ich nicht, ob das so ist. Aber alles, was die Ukraine... Nicht was die Ukraine macht, ist Propaganda motiviert, sondern die Ukraine macht nur Propaganda. Die Ukraine hat de facto fast keine Erfolge vorzuweisen. Sie hat Originalgebiet bisher zurückerobert, null. Das ist Fakt. Und wenn du dir mal irgendwelche Warmaps anguckst, die von so strategischen Instituten erstellt werden, dann wirst du das auch wiederfinden. Wenn ein Land sich bedroht fühlt wie die Ukraine, tja, die Ukraine hat natürlich das Recht, sich zu verteidigen. Sie könnte aber auch genauso gut ihre Neutralität erklären und Druck auf den Westen ausüben, die Osteuropa zu demilitarisieren. Oder zumindest ihr eigenes Staatsgebiet, weil das war ja die Kernforderung vom bösen Putin. Warum muss man das so moralisieren? Ich moralisiere hier gar nichts. Mein Kanal ist so furztrocken, es gibt keine Moral, von der ich wüsste. Die Ukraine kann gar nichts, wird nichts schaffen und wird am Ende im Winter untergehen. Nein, die Ukraine hat eine viel kleinere, viel schwächere Armee. Sie hat ja auch nur irgendwie ein Viertel von den Einwohnern und ein sehr niedriges Rüstungsbudget. Sie verfügt über relativ wenig Ressourcen, sie hat kaum Geld. Außer viel Gerede und von westlichen Medien irgendwelches Tamtam war die Ukraine nichts. Und dass sie im Winter untergehen wird, nein, sie wird nicht im Winter untergehen. Aber seht ihr, das ist so ein Experte, der hat die Sendung gar nicht richtig angehört. Er hat irgendwie in den ersten ein, zwei Minuten irgendwas gehört, was er nicht kannte. Und dann hat er sich... dann ist er so komplett in Anti-Modus gegangen. Fakten, Logik, Sinn, tja, hör dir die Sendung an. Zelensky kann gar keine Erfolge vorweisen. Welche kann er denn vorweisen? Er hat nichts. Nichts zurückerobert bisher. Nichts. Wenn der britische Geheimdienst sagt, dass es so gewesen ist, dann kann es nicht wahr sein, weil es der britische Geheimdienst ist. Und siehst du, NATO-Fanboy, du solltest dich mal ein bisschen mit NATO-Kritik und Großbritannien-Kritik beschäftigen. Kann er ja mal ein bisschen auf die Beine helfen. Die ABC-Waffen von Saddam Hussein. 200.000 irakische Zivilisten und 100.000 irakische Soldaten wurden damals von der NATO wegbombardiert, weil die Briten die Lüge in die Welt gesetzt haben, Saddam Hussein hätte Massenvernichtungswaffen. Später hat dann die NATO und George Bush vorneweg erklärt, ja, wir glauben, dass der Irak oder sogar die Welt ein besserer Ort ist. Das serbische Hufeisen. Dafür wurde Serbien bombardiert. Hat sich später der Scharping lang und breit von dem Bundestag entschuldigt. Dann diese ganzen Dinger mit Bellingcat. Bellingcat ist das größte Propaganda-Shithole dieser Welt. Was die schon alles angeblich bewiesen haben. Bellingcat hat aufgrund irgendwelcher Selfies bei Facebook bewiesen, dass die Russen MH17 abgeschossen haben. Ich habe keine Lust, es dir zu erklären. Beschäftige dich selber damit. Bellingcat hat aufgrund der Tatsache, dass am Flughafen, bei irgendeinem Flughafen in Russland, wo an dem Tag irgendwie 20.000 Leute waren, weil da zufällig auch irgendwelche zwei russischen Agenten an diesem Flughafen waren, es gibt nichts anderes, als die Funkzellendaten dieser beiden Agenten an diesem Flughafen und Nawalny waren an dem Tag zur selben Zeit auch da, um in sein Flugzeug einzuchecken. Weil das so ist, hat Bellingcat bewiesen, dass der FSB Nawalny vergiftet hat. Und so hast du einen unendlichen Reigen, der Tiergartenmord und weiß der Geier. Bellingcat ist die größte Propaganda-Dreckschleuder. Das Beste war ja noch dieses Ding, das ist noch gar nicht so lange her, mit diesem komischen Schiff. Da hat ein Mitarbeiter, also da ist eine Akte verloren gegangen von diesem einen britischen Geheimdienst und sie haben dich sozusagen selber geleakt. Weißt du, normalerweise liegt ja irgendein unzufriedener Mitarbeiter oder irgendwas in der Richtung liegt ja irgendwas. Assange hat die Amis geleakt mit seinem Hubschrauber-Massaker-Video oder sowas. Aber in dem Fall hatten die Briten sich selber geleakt.
Da gibt es eine unendliche Historie von Lügen. Und ich hatte auch schon im Video erklärt, aber das hat er natürlich überhört, unser NATO-Fanboy, dass zum Beispiel das Pentagon ganz andere Pressemitteilungen und Zahlen rausgibt. Junge, du bist schlecht informiert. Aber nein, nein, versteht ihr, das kann gar nicht sein. In Wahrheit habe ich Vorurteile gegen Großbritannien. Ja. Wenn der Norden wieder zurückerobert wurde, der Norden wurde aber nicht zurückerobert. Der Norden wurde geräumt. Nachdem man die gesamte Infrastruktur weggebombt hat, in diesen besetzten Gebieten sind die Russen mit ihren Truppen abgezogen und nach Süden abgewandert. Der Zelensky und die Ukraine, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, hat original nichts erobert. Natürlich wieder Propaganda. Pff, ist nicht Propaganda, es ist glatt gelogen. Ich weiß jetzt schon, wenn etwas im Spiegel steht, dann ist es Schwachsinn. Naja, was heißt, wenn es im Spiegel steht, ist es Schwachsinn? Spiegel übernimmt eins zu eins die Pressemitteilung der ukrainischen United Press oder oder vom britischen Bellingcat. Das sind beides Propaganda-Shitholes bis zum geht nicht mehr. Ich habe gar keine Lust. Ich habe schon so viele Sendungen dazu gemacht, wo ich irgendwelche Pressemitteilungen von denen widerlegt habe. Ich habe keine Lust mehr, noch weitere Sendungen zu dem Thema zu machen. Kommentiere nicht meinen Kanal. Versteht ihr, das ist genau der Typ. Diese Typen, was habe ich früher, hab ich den Fehler gemacht, dass ich meinen ersten YouTube-Kanal hatte, wo ich noch irgendwas gegen rechts gemacht habe, weil ich meinte, dass in Wahrheit rechts Welt bedroht und die Braunen marschieren und kommen von allen Seiten und umzingeln mich. Da habe ich das noch so gemacht, dass ich auf solche Schwachmaten eingegangen bin. Da sind dann so Typen, da hast du dann so Typen, die sind entweder befangen, also sie sind selber irgendwie parteiisch, wollen unbedingt beweisen, dass ihre Version richtig ist. Kommen ja dann so an, du bist bei der Antifa, du bist bei der Antifa, Junge, ich bin nicht bei der Antifa. Es ist immer wieder faszinierend, was sie dir so unterstellen. Also, es läuft irgendwie immer darauf hinaus, dass sie genau wissen, wer du bist, was für Hintergedanken du hast. Und was dein Problem im Leben ist. Du hast irgendwelche schwerwiegenden Probleme. Also eins von den beiden ist es. Oder sind irgendwie ultra schlecht informiert, aber anstatt dass sie mal Google benutzen und sich mal ein bisschen informieren über entsprechende Themen, texten und texten und texten, bin ich ewig lange tot und texten und texten. Und nicht selten, sie sind so ganz ehrlich, also wirklich nicht selten, merkst du dann irgendwann, da ist irgend so ein bekiffter Hansel am Rechner. Der textet und textet, aber versteht ihr, das ist wie mein Nachbar der Aluhut. Mein Nachbar, der ist manchmal so, ist nicht bei allen Themen so, wenn ihn seine Aluhut-Themen, wo er sich so interessiert dafür, da ist er unglaublich gut informiert. Ja, mein Nachbar wusste Sachen über Corona, da habe ich noch voll lange zur Regierungs- und Leitmedienmeinung gehalten, da wusste mein Nachbar schon irgendwelche Sachen, die dann später rauskamen, mein Nachbar hatte recht. Aber es gibt auch so Themen, da ist er unendlich schlecht informiert. Aber er widerspricht eigentlich fast immer und ist fast immer anderer Meinung und dann textet er und textet und textet und textet dich stundenlang zu und am Ende ist es doch nicht so. Dann guckst du irgendwie bei Google und ist alles Quatsch. Hat es irgendwie ausgedacht ohne Flyer, so nach dem Motto. Also deswegen, liebe Leute, ich kann es nur noch mal sagen, ich kündige es immer so alle 6 Monate einmal an. Wisst ihr, wenn der Jan Böhmermann eine Sendung macht oder irgendjemand, dann wird sie einfach gesendet im Fernsehen und sie wird bei YouTube hochgeladen. Und der Herr Böhmermann diskutiert nicht mit Einzeltätern. Und das mache ich mittlerweile auch nicht. Wisst ihr, ich bin jetzt kein großer Kanal, aber trotzdem ist es ein unendlicher Zeitfresser, mit Typen wie dem da lang und breit zu diskutieren. Ja, und dann hatten wir ja noch diesen anderen, und zwar mein Freund Bademantel. Diesmal habe ich starke Zweifel an deiner Analyse. Das ist ja schön und gut, Bademantel, aber du hast doch auch einen YouTube-Kanal. Du bist zwar wesentlich besser informiert und wesentlich sympathischer und intelligenter als der andere Typ da unten, aber es läuft im Endeffekt aufs selbe hinaus. Ich will nicht diskutieren, Bademantel. Verstehst du, also gibt manchmal so Dinger, wie zum Beispiel, heute hast du mich hingewiesen auf diesen einen Versprecher. Das war okay, aber verstehst du, ich habe keine Lust, dass du jetzt, mach doch eine Sendung, wenn du eine andere Sichtweise hast über dieses Thema. Dann mach doch eine Sendung, die ist wertvoll, die kann jeder sehen, das ist gut. Aber diskutier doch nicht deine andere Meinung mit mir in den Kommentaren unter meinem Kanal. Ich finde, dafür sind diese Kommentare nicht gedacht. Und weil, weißt du, wenn ich nicht darauf reagiere und sie stehen lasse, dann greifst du meine Glaubwürdigkeit an.
Und wenn ich aber doch darauf reagiere, dann verbringe ich unglaublich viel Zeit mit dir. Und das hatten wir ja auch letztens schon. Ja, ich hoffe, dass du recht hast. Und ich habe irgendwie ein anderes Gefühl. Ja, aber für eure Gefühle und eure Wünsche und eure Prognosen, also keine Ahnung, ich mache eigentlich meine Analysen relativ furztrocken. Ich bin nicht emo, ich habe keine Haltung, ich habe keine Meinung, also ich mache sie wirklich so anhand, also wie soll ich sagen, ich habe keine Agenda in dem Sinne. Das merkt man ja eigentlich auch, wenn man meine Videos unvoreingenommen guckt, dass ich keine echte Agenda habe. Mir ist scheißegal. Von mir aus sollen, ja, wenn die NATO den Krieg da in der Ukraine gewinnt, gegen den Russen, dann gewinnt sie ihn halt, ist mir doch egal. Dann geht der Russe halt unter, aber ich glaube nicht, dass der Russe untergeht. Und versteht ihr, ich muss auch nicht immer, wenn ich in einem Konflikt denke, also wenn ich jetzt in diesem speziellen Fall denke, dass die Ukraine verkackt, dann denke ich das halt. Oder wenn ich denke, dass die Briten aus Gewohnheit notorische Lügner sind. Ich muss es nicht irgendwie von zwei Seiten sehen. Das ist der größte Bullshit, den es gibt. Du kennst doch auch irgendwelche Leute, von denen du weißt, die sagen tendenziell eigentlich eher die Wahrheit. Und dann hast du so notorische Lügner, die lügen schon aus Gewohnheit. Und warum soll ich es dann irgendwie von zwei Seiten sehen und irgendwie einen Mittelweg beschreiten, wenn ich doch den einen als Lügner identifiziert habe? Das gehört nämlich auch dazu, neben allem anderen, dass ich keine Agenda und keine Haltung im Sinne der Öffentlich-Rechtlichen habe, dass ich jetzt unbedingt beweisen muss, dass der Russe den Krieg verliert. Habe ich auch keinen Bock auf den Mittelweg. Ich sage das, was ich wirklich denke. Du sag doch bitte auf deinem Kanal auch, was du denkst. Aber sag's bitte nicht auf meinem Kanal. Ich brauche keinen Ersatzreiner. Ich bin mir selber reiner genug. Wenn ihr irgendwas loben wollt oder irgendwas Sonstiges, aber bitte, versteht ihr, aber das ist absolut absurd, was der Typ da, der es irgendwie nicht mag, gesammelt hat. Das ist so einer von diesen Spezies. Also, er schreibt so wie einer von diesen Spezies, die rumrennen und im Internet den Ukraine-Krieg gewinnen wollen. Junge, du kannst den Krieg nicht im Internet gewinnen. Letzten Endes sieht es so aus: Der Russe besetzt 22% von der Ukraine. Und Zelensky, habe ich ja in der Sendung auch schon, aber das hat er alles geflissentlich überhört. Zelensky hat schon so oft angekündigt: In 3 Wochen erobere ich die Krim zurück. Ja, wenn er, verstehst du, kommt doch wieder, wenn er dann die Krim zurückerobert hat, kannst du ja wiederkommen und dann kannst du mich auslachen. Dann bekenne ich mich auch, oh, ich hab einen Fehler gemacht. Aber bisher waren meine Analysen eigentlich immer ganz gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe mich hier und da auch mal geirrt, aber ich finde, es ist im Rahmen, das geht schon. Und ich habe gar keinen Bock auf solche Diskussionen. Ja, und Bademantel, bei dir, wie gesagt, du bist wesentlich sympathischer, intelligenter und schlüssiger als der davor. Aha, es läuft nicht nach Plan für die Russen. Du weißt nicht, was der Plan von den Russen ist, deswegen weißt du auch nicht, ob es für sie nach Plan läuft. Du bist einem systematischen Dauerhoax, den die NATO jetzt seit 6 Monaten verbreitet, aufgesessen. Putin, Shoigu, Lavrov und diese ganzen Leute haben sich nicht ein einziges Mal wirklich zu ihren Plänen geäußert. Zeig mir eine Textstelle, ein Interview. Egal, ob als Video oder sonst wo, wo Putin gesagt hat, ich erobere in 3 Wochen die Ukraine. Das gibt es nicht. Also deswegen babbelt bitte nicht so einen Bullshit. Oder beziehungsweise ihr könnt ja gerne solchen Bullshit babbeln, aber babbelt ihn doch bitte auf euren eigenen Kanälen. Verschont mich damit. Also ich neige dazu, solche Kommentare einfach immer zu löschen. Ich habe jetzt den einen Shadowband, diesen einen da unten, der ist ja völlig Panne. Bademantel habe ich natürlich nicht Shadowband, aber ich werde jeden solchen Kommentar löschen, Bademantel. Nichts für ungut, nimm's nicht persönlich, hab dich lieb, aber bitte lass doch diese Kaffeesatzlesereien weg. Außerdem hatten wir doch die Diskussion neulich schon, da hast du genau dasselbe erzählt und irgendwelche nebulösen Argumente. Lass es einfach bleiben, sonst muss ich dich auch Shadowbannen. Hau rein, Bademantel, hau rein.